Korianderreis, 250 Gramm Jasminreis, 400 Milliliter Wasser, 3 Stängel Zitronengras, 40 Gramm frischer Ingwer, 2 Esslöffel Sesamöl, Meersalz, 1 Bund frischer Koriander, 1 Gurke, 1 Esslöffel weißer Sesam, 1 Esslöffel schwarzer Sesam, 2 Esslöffel geröstetes Sesamöl, 2 Esslöffel Genmaisu, Klammer auf japanische Reisessig, Klammer zu, Meersalz, 5 frische Shiso-Blätter oder eingelegte Shiso-Blätter oder Basilikum. In einem japanischen Restaurant, in dem ich eine Zeit lang gearbeitet habe, wurden die Gurken mit Salz abgerieben mit der Begründung, dass sie dadurch länger ihre schöne grüne Farbe behalten. Und es stimmt. Die Schale wird dadurch zarter, grüner, saftiger und dieser Zustand hält auch länger an, als wenn sie einfach nur gewaschen werden. Gurken entkerne ich zudem immer. Sobald nämlich Salz an einen Gurkensalat kommt, ziehen sie sonst einfach zu viel Wasser und der Salat verliert an Würze. Die Kerne kann man einfach als kleinen Snack während des Kochens im Mund zergehen lassen. Korianderreis, den Reis gründlich waschen, abgießen und mit dem Wasser aufsetzen. Das Zitronengras putzen, mit dem Messerrücken weich klopfen und zu einem Knoten zusammenbinden. Den Ingwer schälen und fein hacken. Zitronengras und Ingwer zum Reis geben und diesen bei geschlossenem Deckel 10 Minuten kochen. Von der Herdplatte nehmen und 10 Minuten quellen lassen. Das Zitronengras herausnehmen, den Reis salzen, das Öl untermischen und den Reis mit einer Gabel leicht lockern und ausdampfen lassen. Vor dem Servieren den fein gehackten Koriander unterziehen. Blumenkohl, Zitronengemüse, den Blumenkohl putzen, waschen und in Röhrchen teilen. 1/2 Zitrone auspressen und die andere Hälfte in hauchdünne Scheiben schneiden. Das Öl in eine Pfanne erhitzen, den Blumenkohl mit dem Zitronensaft zugeben, salzen und ohne Deckel 7 Minuten knackig anbraten. Dann mit geschlossenem Deckel weiter garen. Die Zitronenscheiben und Thymianblättchen kurz vor Ende der Garzeit zufügen und alles durchschwenken. Gurkensalat mit Sesam, die Gurke mit Salz abreiben, kurz abwaschen, der Länge nach halbieren und die Kerne mit einem Löffel auskratzen. Die Gurke schräg in dünne Halbmonde schneiden. Den Sesam in einer beschichteten Pfanne anrösten, bis die Kerne zu knistern beginnen. Gurke, Sesam, Sesamöl und Essig mischen und salzen. Die Kräuter feinschneiden und unterheben.